Hallo und herzlich willkommen zu Teil 8 des Let's Plays GTA 4 mit Weakling-Praktikant Tommy. Und ich finde es ja interessant, da tauchen jetzt lauter Charaktere in meinem Startbildschirm auf, die wir ja zum großen Teil auf jeden Fall noch gar nicht kennen. Ich hatte jetzt gerade eine spontane Eingebung. Ich ruf mal. Nee. Hier kann ich jetzt wählen. Abgefahren. Ich will nicht wählen. Ich will ins Telefonbuch. Telefonbuch, danke. Ich ruf mal die Michelle an. Lang nichts mehr voneinander gehört. Hi there. It's me, Nico. You want to meet up? I haven't heard from you in a while. I thought you'd forgotten about me. Sure, I'd like that. Pick me up in an hour? That is good news. See you soon. Begib dich gegen 22.30 Uhr. Wie spät ist es denn jetzt? Okay. Brauchen wir erstmal ein ansprechendes Auto. Don't try to be a tough guy. Ja. Ja, netter Wagen. Kleiner Nachteil ist, jetzt müssen wir noch vor der Polizei abhauen, bevor wir zur Michelle können. Das war ehrlich gesagt nicht so ganz der Plan. Ja, ich glaube, jetzt sind wir so los. Dann könnte ich hier mal ein Dingsbums setzen. Ah, Little Jacob, nicht Little John. Aber beides mit J. Oh, ich bin schon wieder völlig überfordert gerade von dem Spiel. Zu viel Input, zu viel Sachen gleichzeitig. Wie viel Uhr haben wir denn jetzt bloß? Oh nein, sie ruft schon an. Ah ne, Vlad ruft an. Oh, was willst du denn? She won't be impressed with the way you look. So clean car is good thing. Later on. Okay. Interessant. So, ich hoffe, dass wir jetzt einigermaßen pünktlich sind. Ja, sieht okay aus. Also auf jeden Fall ist sie da. Das ist ja schon mal die halbe Miete. Nice to see you. Come on, let's go. Okay, also ich würde auf jeden Fall jetzt gerne mal was anderes machen. That would really scare me. Organized crime, I mean. Me too. Do you think they'll try to involve Roman? I don't think Roman would make much of a criminal. I guess not. Interesting weather, isn't it? Very. Wow. Ja, ich glaube, das wird bombig mit uns beiden. So, was haben wir denn hier? Clucking Bell. Ich weiß es nicht. Nee, Moment, sie mag es doch sauber, oder? Ich glaube, dann sollten wir vielleicht nicht zu Clucking Bell. Da hinten kann man bestimmt was trinken gehen. Aber da hinten ist gut. Gucken wir uns lieber erstmal auf der Karte an, wo da hinten ist. Ja gut, kann man machen. Eine Bar. Warum eigentlich nicht? Der Sound kommt tatsächlich vom Navi, ne? Abgefahren. Oh, das ist aber eine Hinterhofbar. Ob das jetzt wieder so cool ist? Sieht nicht so sauber aus hier.
Abgefahren. Wo sind wir denn hier gelandet? Die Bar ist auch noch nicht mal hier. Oder? Wo um alles in der Welt ist die? Ja. Ist die hier? Ich denke schon. Ja. Interessant. Ah, doch. Sieht doch eigentlich ganz nett aus. This looks okay. Ah. Sie einverstanden, ausgezeichnet. Oder auch nicht. Das war jetzt irgendwie hier ein recht kurzer Aufenthalt. Was ist hier los? Interesting place. Seems like the kind of place Irish mobsters would like to hang out, don't you think? It's fun, you know. So, did you drink in there? I could swear it was just me knocking back that stuff. Shit, I do not know. I cannot really remember. You are a strange girl, Michelle. A funny girl. I do not know. Ja, ich denke, hiermit sollten wir auf jeden Fall einige Pluspunkte gemacht haben. Das ist schon grandios. Ah, jetzt geht's wieder, okay. Unser Auto ist weg. Nee, es geht doch noch nicht. Gut. Also Michelle in die Bar. Vielleicht besser nicht mehr zukünftig. Wenn es eine Zukunft gibt. Doof auch, dass unser Auto weg ist. Was hältst du denn von dem hier? Sie wird bestimmt begeistert sein. Das ist eine Farce. Ist das cool. Das war ziemlich cool. So, jetzt müssen wir einmal drehen und das Fahren ist eine Wucht. Ah, das erinnert mich an die wunderschöne Fahrt mit, oh mein Gott, nee, es ist noch schlimmer. Boah, mir wird gerade echt schwindelig. Eieieiei, das ist nicht lustig. Ja, ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt, ob wir Michelle wiedersehen werden. Kann es mir fast nicht vorstellen. Ich glaube, das war so ungefähr gar nicht das Richtige. Naja, wir werden sehen. Boah, ich hoffe auf jeden Fall, dass das hier bald vorbei ist. Vielleicht hätte ich auch einfach ein Taxi rufen sollen. Das wäre eigentlich eine ganz gute Idee gewesen. Ich weiß halt nur nicht genau, ob ich dann mit ihr da drin hätte fahren können. Boah. Eieiei. Also ich leide mit Nico, mir wird echt langsam übel. Oh, wir sind da. Halleluja. Nice seeing you. Okay, call me. Oh, ich glaube, Glück versuchen wäre jetzt nicht die richtige Wahl gewesen. Deshalb habe ich es mal mit Verabschieden probiert. Okay. Jetzt fahren wir wieder normal. Also dann scheint das ja leider in Anführungszeichen ein, ich sage mal, gescriptetes Event gewesen zu sein.
Na gut, nächstes Mal vielleicht oder auch nicht. Ich meine, in San Andreas habe ich ja schon bewiesen, dass ich kein Händchen für Beziehungen habe. Das könnte sich also hier fortsetzen. Aber wer weiß, das Spiel ist ja noch jung. Gucken, was Little Jacob für uns hat. Yo, what are you doing with Besta? What are you? It's Nico. Nico? Yeah, me bleach hard last night, you know. The sun come, yo, just hold on. What? Das denke ich mir auch, wenn ich den reden höre. Oh, Nico. Hey. Glad to see the man, you know. I'm to my man, Roman. Roman? Yeah. He's okay. Yeah. He's still waiting for his big break, eh? Big break? Sure. I promise I'll come to a fool, you know, Nico. A boy for creep before him can walk, you know. Yeah. Anyway, let's go for a little drive. Come. Das ist echt eine gute Partnerschaft. I forgot on a Saratoga Avenue in Willis. The man taking this wheel, this herb don't do too well for my honor, my eye coordination. wunderbar. Wunderbar. Okay, zum Apartment Block in Willis. Sure you don't want some? I'm sure. You might not keep the windows closed. Keep the ganja in the car. Hot box in. So what's the deal? I'm buying some collar for new sauce, you know? I don't know if it's all this herb, but I made a parent, I don't trust them. Who arranged this deal? Some arbershot in the crew. Bad man know them a long time, but I think them faced it. If this goes wrong, I don't know what kind of shit bad man going to lay upon them door, you know? You think this is a setup? I don't know. I've been smoking hard, you know. Fucks with my brain and let me think all type of shit. I dread you don't trust yourself, can't trust no one else, see? You can't shake no hands when your fist be clenched. You hear me, brother? Sure, I hear you. Ja, auf jeden Fall. Ja, das sind auf jeden Fall mehr als interessante Gespräche hier. Ja, es ist echt, das ist so viel Input. Ich weiß überhaupt nicht, auf was ich alles achten soll. Die Stadt, dann muss ich noch versuchen, da mitzulesen, weil ich den Typen nicht verstehen kann. Die Minimap. Ja gut, ich passe auf die Karre auf. Fahr in die hintere Gasse, okay. Vielleicht wechsle ich hier doch mal gerade den Sender. Ich bin mir da echt sehr unsicher, ob das sonst geht. Sure, they had no stuff, you know, they tried to take my car in. I still got it though. Finish them if them try to come out the back. I got the front covered. Mach sie fertig heißt. Einer flüchtet noch, nehme ich wohl besser das Auto. Denn ich glaube, mit Rennen, weiß ich nicht, ob ich den noch einkriegen würde. Der hatte gar nichts dabei. Okay. Ja, lief doch soweit. Gibt noch nicht mal einen Stern. Hat anscheinend niemand beobachtet. Also zumindest niemand, der die Polizei ruft. Hier in die Gasse, ja. Müsste passen, oder? Ja.
In Las Venturas, habe ich da gerade gehört. Ah, da bin ich natürlich neugierig. Vielleicht muss ich den Sender mal was lauter machen. I got them. You're real bad man in a Nico. Respect. Foul as a Savannah Avenue in a Meadows Park. Oh. Open your damn eyes! You're a bad boy, Nico. I don't know what I will be doing without you now. But I got to get the blood clots to set I up. All right. Drive while I block up some more, you know, brother. Rascal, I think you can call a bad man. You're a fool. You're a dead fool. That boy is no match for I and I. It's nothing. Mann, 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 Mann. Unglaublich. Was wir hier wieder für Leute treffen. Da haben wir anscheinend ein Händchen für. Immer nur irre. Here we be. Are you with me, brother? Yes. I go put some roadboy on the ground. Oh Mann, 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 Mann. Wunderbar. Come on, brother. Ja, ich bin ja da. Drücke Q, um hinter der Mauer in Deckung zu gehen. Ah, okay. Alright, we can't get a shot on the boy. Check the window. You see him up there? Aye, aye, aye. Ja, ich sehe durchs Fenster, aber kann ich das jetzt nicht irgendwie einschlagen? Eieiei. Okay. Boah, das ist echt eine Menge Stuff, was hier möglich ist. Achso, folge Jacob ins Haus. Ach du mein Schreck. Ich dachte, wir wären durch. Wo ist er denn? You think Jacob take bullshit? Ah ja, okay. Alles klar. Ricky, you see it? And I get them all. Yo, make me broke out here. I think some more soon turn up. Abgefahren, okay. Und hier noch irgendwie... Ne, hier kann man gar nicht durch. Ja, krass. Also ich muss auf jeden Fall sagen, das sind immer hier eine Menge Infos, die einem im Spiel über den Weg laufen. Das ist schon nicht ohne da mitzukommen. Tue ich mich echt ein bisschen schwer mit. Ja, dann kriegt man hier 1000 Sachen zu lesen, soll sich mit den... Oh, Kopf durch die Wand. Soll sich mit den Typen beschäftigen. Jacob erzählt einem noch was. Jacob? Ah, okay. Hatte schon ein bisschen Sorge, dass er sich jetzt irgendwie einen Genickbruch zugezogen hat. Ich kann ja hier nochmal ganz kurz in die Info gucken, rein Interesse halber. Was ich so alles verpasst habe. Okay, Deckung, rechte Maustaste, gut, das haben wir gemacht. Nö, eigentlich war das alles. Was ich in San Andreas sehr cool fand, war dieses Rollen aus der geduckten Haltung heraus. Das habe ich jetzt hier nicht ohne weiteres hinbekommen. Chop! Them too late to stop by and I. Bring us back to the cafe and thing. Real bad man gonna be happy with this and thing. Januar. Thank you, my brother. Don't mention it. It was a pleasure. I look off a bad man like how you look off a Roman. He's my cousin. Blood be the thickest band there is, you know? Light is not always an easy thing in a star. Bad man tell me, say, yo, Jacob, kill him. Jacob, show that. Etc., etc. In all it's logical, but I and I follow. See? That idea? Him call stab a man for giving a school face. Orders are sometimes hard.
You must be sure you agree before you follow. I have made that mistake myself a long time ago. For real. I know you're right, you know, brother. But Batman is my bro. I follow him wherever. Mann, Mann, Mann. Ja, aber interessant. Da kriegt man ja je nachdem dann sogar noch was über Romans Vergangenheit mit anscheinend. Aber es ist echt so schwierig, den Gesprächen noch zu folgen. Weil ich meine, die Leute sprechen ja auch alle irgendeinen Slang und Akzent und was weiß ich. There, thanks for everything. Keep this little something and say, yo, we appreciate your assistance, see? We talk to you soon. See you later. Ja, großartig. Großartig. Okay. Ja, ich meine, dem Roman zum Beispiel, Roman und uns selbst kann ich halt relativ gut folgen noch. Aber hier, der Little Jacob, mein lieber Scholli. Inzwischen, also auch bei uns und also bei Nico und Roman. Zwischendurch sprechen die ja dann immer mal irgendwie noch Serbisch und das ist schon echt nicht ohne. Ach. Immer mal was Neues. Nico, it's your cousin. Let us go to a strip club together. Oh man. Sounds good. I pick you up in next hour. Okay, man. Wir haben morgen. Es ist morgens früh, die Sonne geht gerade auf. Naja, egal. Und es kommt mir natürlich auch gar nicht gelegen. Jetzt hatten wir in Folge 7 eine super kurze Folge, weil ich da nur die Mission gemacht habe. Und jetzt haben wir eine Mission und zwei Aktivitäten. Also wieder eine super lange Folge. Aber egal. Man muss das nehmen, wie es kommt. Oh, 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 oh. Nicht gut. Gar nicht gut. Ach, jetzt müssen wir die wieder erst loswerden. Eieiei. So, aber nicht. Ich will ja nichts sagen, aber das fehlte jetzt noch. Sehr schade, das hätte besser laufen können. Hätten wir jetzt wahrscheinlich schon weg sein können. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir gleich mal ein neues Auto gebrauchen können. Da ist der Roman, aber wir müssen auf jeden Fall noch das Auto wechseln. Hallo? Geht's dir gut? So, der ist doch schick. Ach so, ja, ich hub ja schon die ganze Zeit. My one and only cousin, except for the other ones. Let's go. Ja, let's go, wohin denn? Man, sometimes I cannot believe you are here with me. Really, I can't. It's hardly been a lot of fun since I turned up, cousin. Correct. Es ist ja auch cool, dass wir da gerade die Tür zugefahren haben. No, the point is, fuck it. The Bellic cousins are here in a land of opportunity and we are making trouble for any fools who get in our way. If you say so. I do say so, man. I do. I just did.
It's good to have you here. Whatever shit we get into, man, it's good. Thanks. Ich muss mal hier. Wo müssen wir denn hin? Ach du mein Schreck. Oh Gott. Oh Gott. Been here a long time. You never get homesick? Sure. I miss things about home, but I think things are ruined now. Yes, I know what you mean. I miss the good times we had as children. When our fathers were too drunk to beat us. When there was food and the sun was shining. But now, now I live here and life is good. Is it? Yes, cousin, it is. Sure, this place is crazy, but so is home. And here it is okay to be an eccentric go-getter businessman with a taste for fine women, wine, and song. Is that how you see yourself? My God, you are deranged, cousin. This place has made you sick. Fuck you. I'm an individual, my friend. One of a kind. Or, to put it another way, a freak. Well, this is just fucking fantastic. Oh, gut gebremst, würde ich sagen. Auch wenn das verdächtig nach Eigenlob stinkt. Da sind wir, glaube ich, schon mal mit dem Taxi vorbeigefahren, wenn ich mich nicht irre. Ich bin auf jeden Fall echt begeistert, dass wir jetzt auch noch zu einem Laden fahren müssen, der am anderen Ende der Stadt liegt. Aber wie habe ich eben noch gesagt, man muss es nehmen, wie es kommt. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Thank you. Have a nice day. Thanks. Drive safely. Interessant. Abgefahren. Echt abgefahren. Was ist denn hier los, Leute? Hm. Ah, das Radioprogramm hört sich auch wieder sehr interessant an, aber ich traue mich nicht, das lauter zu machen. Eieiei. Oh, sehr gut. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Come on, time is money. Ah. Boah, die Folge wird eine Stunde lang. Was für ein Tag, wenn man sich das mal überlegt. Also ich meine, gut, ist ja jetzt schon der zweite Tag, aber abends ein Date mit Michelle. Wir betrinken uns allerübelst in einer irischen Bar, bringen sie nach Hause, erledigen dann einen üblen Auftrag mit dem Jacob und morgens fahren wir erstmal mit Roman hier in ein schönes Etablissement der High Society. Nämlich den Triangle Club. Was will man mehr? Was will man mehr? Genau so muss es sein. I salivated at the thought of all the naked flesh in there. Let's go. Ja, was heißt denn das? Please have a drink on the house. Okay. Oh. Kann während deiner Mission nicht gespielt werden. Okay, alles klar. I got it. Hello. Hi, sweetie. Do you want to come with me? Spend it all.
Why don't you just follow me then? Ach so. Da geht's aber zum Ausgang, meine Dame. They don't build them like this back home. Aha. In der Heimat sehen die anders aus. Interessant. Aber ich müsste jetzt hier eigentlich mal so ein Vergleichsbild einblenden, aber weiß ich noch nicht, ob ich das mache zu, wie heißt das? Vice City. Hat sich schon einiges getan. Aber es ist eigentlich immer noch eckig, ne? Also. These are the American titties my cousin told me about. Also es sind auf jeden Fall Sachen eckig, die meines Erachtens in der Realität nicht eckig sein sollten. Die Schuhe natürlich, ne? Das habt ihr bestimmt bemerkt. Ja, also ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich weiß jetzt nicht, ich denke mal, ich kann das abbrechen oder... ja. Also ich breche das jetzt mal ab. Ich meine, bei Vice City war es ja ein Fehler letztendlich. Ah ja, gefällt ihm also doch. Bei Vice City hatte ich die Geschichte ja auch abgebrochen. Was dann dazu geführt hat, dass der... wie hieß er? Meine Güte! Nicht Malibu Club, sondern Pole Position Club. Das hat dann dazu geführt, dass der uns kein Einkommen gebracht hat. Das war schon ein bisschen schade. Das freut mich. Ja, aber die Ausgangssituation war ja auch eine andere jetzt, denn den Pole Position Club damals, den hatten wir gekauft. Und der Laden hier gehört meines Erachtens nicht uns. Also falls das irgendjemand sieht, der das Spiel schon gespielt hat, wenn ich da jetzt irgendwie was verpasst habe und da noch irgendwas Atemberaubendes passiert wäre, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Dann würde ich da gegebenenfalls nochmal nachhaken. Ansonsten, glaube ich, muss man das jetzt nicht unbedingt machen. Außer natürlich, wir müssen jetzt mit Nico auch ständig noch die Freundschaft erneuern, sage ich mal, und ständig mit dem was unternehmen. Könnte es natürlich durchaus passieren, dass wir nochmal bei sowas landen. Ich glaube, das hatten wir bisher noch gar nicht, ne? So heftigen Regen. Also es ist ja nicht nur heftiger Regen, das ist ja schon arg unwetterartig. Hey, man kann nicht mehr mit Q und E links und rechts aus dem Fenster gucken. Ich meine, gut, klar, man hat die freie Kamera jetzt, aber... Also die Brücke hier macht aber keinen Spaß. Hier scheint ja wirklich immer so ein Verkehr zu sein. Eieiei. The American dream isn't about falling asleep, cousin. Have a nice day. Dankeschön. Gleichfalls. So. Jetzt müssen wir noch Roman nach Hause bringen, dann müssen wir uns noch selber nach Hause bringen.
Wahnsinn, ey. Was für ein Tag. Ja, sorry. Beziehungsweise Roman nach Hause bringen ist ja immer relativ. Ich finde, das sind eh die interessantesten Orte, wo wir den so abholen. Beim letzten Mal haben wir ihn dann hinterher zur Arbeit gefahren. Mal gucken, wo er diesmal raus will. Arbeit wäre natürlich okay, weil das wäre nicht weit vom Versteck entfernt. Sieht aber irgendwie nicht nach Arbeit aus, finde ich. Oder täusche ich mich? Ah, doch. Hier ist der Paar. Nee. Hä? Ach so. Doch. Doch, Arbeit. Ah, okay. Okay, okay. Es bleibt dabei. Ich kenne mich einfach nicht aus. Ja, ganz bestimmt, Roman. So, das heißt, zack, zack, zack. Ich meine, im Prinzip, der speichert ja hier auch immer zwischendurch. Im Prinzip könnte ich natürlich auch einfach aus diesem Video zwei Folgen draus schneiden. Aber eigentlich gefällt mir das ganz gut, so immer zum Abschluss der Folge ins Versteck zu fahren. Huch, wow, das war knapp. Und dann geht man pennen. Also das finde ich eigentlich ganz gut. So, wie war denn das jetzt hier? Jetzt bin ich mal gespannt. Weil ursprünglich hieß es doch eigentlich auch mal, dass unser Wagen hier gespeichert wird. Aber ich weiß nicht genau, ob ich wirklich hier in diesem Feld geparkt habe. Mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Das wäre natürlich der Knaller. Weil der Wagen gefällt mir eigentlich auch ganz gut. So, also ein sehr langer Tag geht zu Ende, eigentlich ja zwei. Und ich denke, damit ist es höchste Zeit zu sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis bald in Liberty City. Macht's gut. Ciao.